Und es ist auch wahr, dass ich Firmengelder auf geheime Konten transferiert und dort gewaschen habe. Rein juristisch könnte man sagen, dass ich das Geld veruntreut habe. Wenn das jemals rauskommt, bin ich erledigt. Ach, Ansgar. Ich mag's, wenn du so ein bisschen hilflos guckst. Wie ein angeschossenes Reh. Ich kann nicht genug davon kriegen. Du weißt ganz genau, dass es vor Gericht keinen Wert hat. Das mag sein, aber Urteile werden heutzutage nicht vor Gericht gefällt, sondern in den Medien. Na und? Ansgar, sie werden dich wochenlang durch den Wolf drehen. Die Umsatzzahlen brechen ein, dein Image ist ruiniert. Und dann treiben sie dich so in die Enge, dass du freiwillig den Hut nimmst. So stürzt man Präsidenten. Michelle, was willst du? Ich fahre um 12 zum Standesamt, um unsere Eheschließung anzumelden. Entweder du vergnügst dich weiter mit deiner Gespielin, oder du nimmst den Termin wahr und rettest deinen Arsch. Ich habe schon gedacht, du hättest mich verlassen. Wieso? War ein Spaß. Ich habe dich einfach nur vermisst. Ah, das ist ja gut. Jetzt weiß ich auch, warum du so lange weg warst. Du hattest hoffentlich Hilfe. Du weißt doch, ich kann alles. Willst du nicht wieder ins Bett kommen? Ich fürchte, du musst dich jetzt gerade entscheiden. Frühstück oder... Warum denn entscheiden, wenn ich beides haben kann? Wir wollten noch zu deiner Mutter, oder? Sie hat heute Mittag einen Physiotermin. Okay, Eva, es gibt doch was, was ich dir sagen muss. Was? Dass ich eben so lange weg war mit dem Frühstück und... Jetzt sag schon. Mir ist was dazwischen gekommen. Ich muss noch mal in die Firma. Ich kann leider nicht mitkommen. Ich dachte schon sonst was. So schlimm ist das nun auch wieder nicht. Ich bestelle dir einfach schöne Grüße und unseren gemeinsamen Besuch holen wir dann einfach nach. Okay. Wir haben ja jetzt alle Zeit der Welt. Ja, das stimmt. Das haben wir. Das nächste Mal komme ich auf jeden Fall mit. Ich freue mich schon auf ihr Gesicht, wenn sie von uns erfährt. Mach ein Foto davon und grüß sie schön. Tanja? Schon gut. Bis später. Tanja, was willst du? Warte mal. Ein kleiner Tipp. Fängt mit Standes an und hört mit Amt auf. Was macht dich eigentlich so sicher, dass ich auf deine miese Erpressung eingehe? Ich kenne dich. Und wenn ich mich schon nicht in einer publiken Zwei-Zimmer-Wohnung sehe, bei dir fällt mir die Vorstellung ehrlich gesagt noch schwerer. Du überlegst nicht ernsthaft wegen der kleinen Bügelschlampe auf alles zu verzichten, oder? Ich sehe schon die Schlagzeile, Graf Ansgar von Lahnstein, verbannt von Schloss und Ländereien. Doch das Flämmchen der Liebe gibt ihm Glück und Geborgenheit. Das ist der Stoff, nach dem alle lechzen. Tanja, ich kann dir eins versichern. Wenn du mich zwingst, dich zu heiraten, sorge ich dafür, dass die Hölle losbricht. Ist das ein Ja? Wir müssen reden. Müssen wir das? Sie geht so weit. Tanja? Ja, das tut sie. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Was kommt denn jetzt? Die Wahrheit. Schlicht und ergreifend. Jetzt werde ich langsam neugierig. Sebastian, wir sind doch beide zwei Männer, die verliebt sind. Ansgar, ich weiß, du träumst schon lange von einer Beziehung mit mir, aber ich bin noch nicht so weit.
Sehr witzig. Also jedenfalls, ich habe mich verliebt. In Eva. Und ich meine es verdammt ernst. Herzlichen Glückwunsch. Auch wenn euer Glück nur von kurzer Dauer sein wird, denn wenn du demnächst Tanja heiratest, dann findet deine Eva das ja bestimmt nicht so erbaulich. Du weißt also davon? Natürlich. Dir geht doch gerade der Arsch auf Grundeis, weil Tanja dich erpresst. Mit deinem Geständnis, dass du für den Bankrott der Lahnsteinbank verantwortlich bist. Lass mich raten, und jetzt möchtest du mich überreden, sie zu heiraten, damit dieser Kelch an dir vorübergeht. Aber du liebst sie doch. Sie hat mir doch längst vorgeschlagen, wieder ein Paar mit ihr zu werden, um dich gemeinsam fertig zu machen. Und? Warum ich nicht drauf eingegangen bin? Bestimmt nicht, weil mir so viel an dir liegt, nein. Ich habe schlicht und ergreifend keine Lust mehr auf ein weiteres Experiment mit Tanja von Lahnstein, von dem ich genau weiß, wo es enden wird. In der Katastrophe. Also, sag jetzt schön Danke, dass ich dir damit die Gelegenheit gegeben habe, deinen Arsch zu retten. Heirate Tanja. Sag deiner Eva leise Servus. Und lass mich endlich in Ruhe. Und mach die Tür hinter dir zu. Der Presse und unserer Konten drauf. Es ging doch um die Medienkontakte. Verschonen Sie mich, ja damit. Sonst noch was? Es geht mich jetzt vielleicht nicht direkt was an, aber ich frage mich, warum Sie die Rundmail unbedingt selber verfassen wollen. Es gehört ja auch irgendwie zu meinen Aufgaben. Da haben Sie recht. Das geht Sie nichts an. Jetzt. Genau 30 Minuten Zeit, um hier aufzukreuzen. Wenn du bis dahin nicht da bist, dann wird die ganze Welt von deinen kleinen Heldentaten erfahren. Mal gucken, ob die Schlampe dir das wert ist. Entwürfe zeige. Schau mal. Nicht jetzt. Ich habe gerade keine Zeit dafür. Aber wir hatten einen Termin. Dann machen wir einen neuen Termin. Sprich ich undeutlich? Geh einfach raus. Ich würde es an deiner Stelle lassen. Sebastian. Falls du vorbeikommst, um mir wieder deine Abfuhr unter die Nase zu reiben, kannst du gleich wieder verschwinden. Nein, nein, viel amüsanter als das. Ansgar war bei mir. Und? Er hat mich regelrecht angefleht, dass ich es ihm erspare, dich heiraten zu müssen. Und? Ich habe euch meinen Segen gegeben. Ach, spar dir doch deinen Zynismus. Ich bin immer wieder fassungslos, wie weit du bereit bist zu gehen, um deine Macht zu sichern. Jetzt heiratest du schon den Mann, der dich am meisten verachtet. Und? Ich hoffe sehr für dich, dass das auch funktioniert. Was sollte denn nicht daran funktionieren? Naja, man mag es kaum glauben, aber Ansgar ist verknallt. Mehr noch, er liebt diese Frau. Mhm. Und was denkst du davor? Keine Ahnung. Aber du weißt doch, wie er reagiert, wenn man ihn in die Enge treibt. Da wird er gerne mal aggressiv, unberechenbar. Denk doch, was du willst. Er wird kommen, ich habe keine Zweifel. Wenn du das sagst.
Schön. Dann noch viel Spaß beim Warten. Verdammt nochmal, Ansgar, wo bleibst du? Transferiert und dort gewaschen habe. Rein juristisch könnte man sagen, dass ich das Geld veruntreut habe. Gräfin, kann ich Ihnen bei irgendetwas behilflich sein? Ja, das können Sie in der Tat. Wissen Sie, wo Ansgar ist? Tut mir leid, das kann ich Ihnen nicht sagen. Darf ich Ihnen vielleicht irgendetwas anbieten? Sehe ich so aus? Nein. Wiedersehen in der Hölle, Ansgar. Spar mir jetzt die Höflichkeiten. Ich wollte gerade die Mails verschicken. Lucky you. Ich nehme an, du hast es dir überlegt. Habe ich eine Wahl? Hat man die nicht immer? Du hast gewonnen. Ich weiß. Feierabend heute? Ach so, nee. Ein paar Stunden habe ich noch. Du strahlst so? Was ist los? Nichts. Ja, so verliebt. Ansgar. Entschuldige. LCL empfang mal eine Finanzmechanik. Wird ganz schön pieksen, wenn deine kleine Bügeltante von uns erfährt. Soll ich mit ihr sprechen, so von Frau zu Frau? Wie kaputt muss man sein, um das durchzuziehen? Ehrlich gesagt, das geht mir blendend. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen um dich, wenn du das hier unterschrieben hast. Was ist das? Ein paar Formalitäten. Du heiratest mich und ich übergebe dir die Beweise. Ich finde, unser Jungsclub braucht ein bisschen Sicherheit, oder? Schön leserlich. Ich weiß, was alle von Ansgar denken. Aber er hat sich geändert. Das hoffe ich für dich. Ich glaube an ihn.